Schauspieler da. Heute geht es nicht ausnahmsweise wie heute allem um der guten Schnapspartei. Heute geht es um der Vogue. Und die Vogue ist ja der Verein von den Äpfeln, von uns guten Bauersleuten, nicht? Bei dem guten Verein ist der Kessler, Schorsch, der Schorschi, der Schorl, der Obmann. Und ich habe da schon ein paar Briefe aufgeschrieben in der guten Vogue, in den guten Verein, weil ich ein paar Fragen gehabt habe. Schon seit der neue Direktor oben ist. Bis heute noch keine Antwort gekriegt. Schorl. Gell? Und noch vier Sachen auf. Wir werden, was das Video macht, es tascht die Trenti mit der guten Riererin, mit der Claudia. Ja, meine guten Leute, Schorl, Harry, Vizeobmann, Bardatscher und wie es alle zusammen heißt. Der hat ja die Äpfel mit dem Wein verglichen. Der hat ja in guten Giga oder in Red Pop mit dem Ding verglichen, mit einem Chardonnay, mit einem gut ausgebauten, mit Barrique-Noten. Ja, sind wir genarrt geworden. Ich bin 45 Jahre Bauer und die Riererin kommt her und vergleicht die Äpfel mit dem Lebs. Die Riererin kann für Zahnpasta Reklame machen, aber nicht für unsere Putzen. Mander. Noch etwas, gell, Schorl. Ich will wissen, was der Ingaggio von Bardatscher gekostet hat, weil es auf seine Münchner Agentur umgestellt. Bis heute keine Antwort bekommen. Ich bin Mitglied bei der Vogue. Verstanden? Nur und ich will wissen, was du kriegst von der Vogue. Keine Antwort. Von der Zeitung noch schon ausgelesen. 93.000 Euro. Verstanden? Der Harry kriegt ein Zehntel von dir. Und die will die Antworten haben, gell? Mander. Und deswegen muss ich eigentlich einen Segen geben. Den ganzen Ausschuss von der Vogue oben, von Äpfelverein. Schorl, dir am meisten, gell? Der Friede sei mit euch und gebt mir ja die Antworten, gell? Und ich will auch wissen, was der Bardatscher verdient. Verstanden? Und da zum Beispiel, Schorl, hast du hier ein Ding ausgelassen? Jahr der Erneuerung. Ich und ihr muss ja alle Erstarrung viel halten. Weil du schläfst ja stehen, da hast du schon die Augen zu. Mann, Jahr der Erneuerung. Du musst das Feld verlassen. Du brauchst einen neuen Obmann. Bei dir muss die Erneuerung unheim. Hast du verstanden? Bursche! Papa, der Friede sei mit euch.